Hallo YouTube und Fans des Survival-Genres zu einem neuen Test angespielt. Ich habe mal meine Listen durchgeschaut, welches Spiel ich euch wieder anbieten kann, und dabei ist mir ein Spiel ins Auge gefallen, das ich schon seit über ein Jahr auf der Liste zu stehen habe. Das Spiel Northern Lights heißt es, ist am 14. Dezember 2020 auf Steam erschienen, stammt vom Entwickler Madgoat Studio, der published das auch, und die hatten nicht so einen guten Start. Also haben sie sich entschieden, erstmal sich um das Spiel zu kümmern und ein komplettes Overhaul des Spiels zu machen. Das ist ja dann jetzt am 18. Dezember erschienen, also der Patch. Und sind jetzt natürlich auch an mich herangetreten und haben gefragt, ob ich denn gerne davon nochmal ein Video machen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an der Stelle für den Key. Und natürlich bin ich super gespannt auf das Game, denn ich habe es ja schon etwas länger Zeit im Auge. Gut. Worum geht's? Es ist ein, ja, Survival and Craft Game, was in der Tundra Nordsibirien spielt. Also wir sind durch einen Schneesturm abgeschnitten worden, sind in einer gottverlassenen Gegend und müssen halt dort überleben. Das heißt, Temperaturen, Hunger, Durst, wir müssen Werkzeuge craften, Unterschlupf, Feuer, wir müssen die Welt erkunden, und viele, viele Sachen mehr machen. Uns schützen vor Kreaturen wie Bären, Wölfen oder auch anderen Tieren. Natürlich essen und trinken. Das ist natürlich dann hier Pflicht im Spiel. Ja, und wie das genau hier alles funktioniert, da gucken wir jetzt mal rein. Neues Spiel. Sagen Einzelspieler. Ihr könnt das übrigens auch im Koop-Modus spielen. Und dann könnt ihr hier 4 Schwierigkeitsgrade auswählen. Wanderer. Da kann man so ein bisschen so alles so erkunden. Schwierigkeitsgrad einfallsreich. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. Ne? Da muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein und natürlich kämpft man da schon etwas ums Überleben. Dann haben wir Überlebender und Beute. Denke mal, Wanderer möchte ich nicht, sondern wir gucken uns mal einfallsreich an. So, Einführung ja, auf jeden Fall, und dann nehmen wir das mal mit und gehen mal rein. Und da sind wir auch schon schön in der Tundra von Nordsibirien und stehen mit runtergelassenen Hosen erstmal mitten in der Wildnis. Und müssen erstmal klarkommen, wie das hier funktioniert. Im Grunde genommen ist das halt wie jeder anderes Survival-Craft-Game. Man muss natürlich Sachen sammeln. Man muss jagen. Man muss Werkzeuge craften. Man muss Blaupausen oder beziehungsweise Baupläne finden. Und natürlich auch Kartenteile zusammenfügen. Und das ist nämlich ein sehr interessantes Feature, denn ich dachte erst, das ist die Karte. Aber nein, es ist nicht die Karte. Das ist nur ein Teil der Karte. Das ist das ganze Gebiet, das wir erforschen müssen. Und dieses ganze Gebiet oder diese Kartenteile findet man natürlich, die irgendwo rumliegen. Meistens in Ortschaften, die man dann entdecken muss. Ja, und ich will mich hier auch nicht so lange aufhalten, denn wir müssen hier schnell was tun. Sonst haben wir ein Problem. Erstmal Steine sammeln, ganz wichtig. Ja. Unten links seht ihr ja, meine Gesundheitsleiste ist die obere und die beiden unteren, das ist mehr so Energieleiste. Ja, hier an den Bäumen findet man immer so Nester und Eier. Ja, und Holzhacken braucht man natürlich ein Beil. Und dafür brauchen wir wiederum Materialien, um ein Beil herzustellen. So, mit Tab können wir unser Inventar reinnehmen. Das kennt man ja schon aus anderen Games. Hier haben wir 4 Slots für Waffen. Dann haben wir hier Essen. Essen und Trinken. Da haben wir extra eine Tasche in dem Rucksack. Dann eine Tasche für Medikamente. Eine Tasche für Ressourcen. Also man muss da halt auch ein bisschen managen. Ich packe das immer so zusammen, dass ich hier ungefähr weiß, hier kommen Steine, hier kommt Holz, Eisen und anderer Kram. So, also wir dürfen auch keine Zeit verlieren, denn man stirbt hier relativ fix. Ah ja, seht ihr, hier haben wir schon mal Beispiel einen Vogel und dafür brauchen wir ein Messer, ein Steinmesser. Das können wir nämlich schon craften hier, das ist unser Crafting-Menü. Und wie ihr seht, hier gibt es dann noch fehlende Baupläne. Und diese fehlenden Baupläne bekommt man dann erst, wenn man auch natürlich weiterentwickelt, also wenn man hier die Sachen herstellt. Ne? Und dadurch bekommt man dann noch zusätzliche Baupläne oder man findet sie. So, das ist unser Steinmesser. Da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Steinmesser? Da fehlt ja die Klinge. Nein, die Klinge ist nach unten gerichtet. Also wenn wir jetzt mal hier hinschauen.
sieht man, dass das unten die Klinge ist. Wir halten es quasi nach unten. Da hatte ich mich auch erst gewundert, dass ein Bug ist, aber es ist kein Bug. So, also, hier liegen mal so Stöckchen rum. Die kann man übrigens hier sehen. Die sind hier hinten dran. 6 Stöcker können wir immer sammeln. Die sind auch wichtig. Gucken wir mal. Ja, ne, also da sieht man das. Die Stöcker brauchen wir für Lagerfeuer. Ja, C ist der Kompass. Ne? Also, ich weiß noch nicht, welche Richtung. Also sprich, rot oder schwarze Nadel. Müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier. Wir müssen uns ja irgendwann mal nach Norden bewegen. Hier nehmen wir noch ein bisschen Brennholz mit. Und immer schön hier gucken, weil hier hängen nämlich immer so eine komischen Seile am Baum. Das sind, wie soll man sagen, so eine Art Lianen. Die benutzt man dann als Seil. Braucht man auch ganz wichtig für die Herstellung von Werkzeugen. Hier Rinde für Lagerfeuer, das ist Zunder. Hier ist auch wieder, wie man sieht. Das Spiel macht schon super viel Spaß, muss ich sagen. Es ist vergleichbar so mit Frigget oder mit Arid. Habe ich ja auch schon angespielt. In dem Fall etwas vergleichbar vom Genre her. In die Richtung. Man baut jetzt hier halt keine großen Basen oder Häuser, sondern man ist hier mehr auf Erkundung, Überleben, Essen, Trinken, Beschaffen, Jagen und natürlich Temperaturen, Tag- und Nachtzyklus. Also man muss halt eben der ganzen Natur trotzen und natürlich auch gucken, dass man nicht von Tieren gefressen wird. Das ist mehr so die Richtung, also Überleben. Gut, wir haben hier Seile. Seile kommen mal nach unten, das ist ganz wichtig, das brauchen wir noch. Federn sind wichtig für die Pfeile nachher. Das ist hier Zunder. Nester. Wozu man die Nester macht, weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal gucken. Steine. Wie viele Steine haben wir denn eigentlich? Okay, 2 Steine können wir noch mitnehmen. Die brauchen wir ja noch. Okay. So, jetzt muss ich mal selber erstmal gucken, welche Richtung. Wenn der nach Norden zeigt, gehen wir mal nach Norden. Können wir denn eigentlich schon eine Axt herstellen? Ja, wie ihr seht, hier Unterstände gibt es ja auch. Zeltunterstand, kleine Unterkunft. Kann man auch alles noch craften. Ja, hier hat man dann seine erste Quest hier. Also, wir sollen einen Fluchtweg finden von der Insel. Dann haben wir hier Pflanzen. Da muss man wahrscheinlich noch erst rausfinden, was die machen. Hier haben wir Leiden, also Unterkühlung oder was auch immer, was wir da bekommen können. Ja, und hier sind die Fähigkeiten und die leveln automatisch. Also wenn ihr das dann auch benutzt halt, ne? Und dann gibt es halt noch Notizen halt, die wahrscheinlich die Story erklären. Gut, also soweit erstmal zum Übersicht. Was wir jetzt brauchen ist, ah ja, Körpertemperatur, das ist schon mal gar nicht gut, wenn das passiert. Wenn die Meldung kommt, das heißt, wir sollten uns schnellstmöglich darum kümmern, dass wir irgendwann dann auch ein Lagerfeuer machen. Und ich wollte erst mal wissen, in welche Richtung wir laufen. Richtung Norden. Ja, wir gehen erstmal Richtung Norden. Wir sind ja da in der Nähe. Und man muss natürlich auch hier den Rucksack ein bisschen im Auge behalten. So, wir haben jetzt 6 Stöcker. 6 mal 4 macht 24 Stöcker. Das reicht für ein Lagerfeuer. Also so richtig ist Sandbox-Survival-Game. Survival-Crafting-Game. Auf jeden Fall ein kleiner Hingucker jetzt. Und nach dem Overhaul, was sie da jetzt produziert haben, finde ich, sieht das deutlich entspannter, deutlich besser aus und viel, viel übersichtlicher. Ja, gefällt mir. Haben auch einiges grafisch getan an der Performance, so wie ich das hier mitkriege. So. Gut, das heißt, hier sind überall Pilze, ne? Gucken wir mal, das heißt, wenn wir nach Norden gegangen sind, also die rote Kompassnadel ist quasi dann Norden, dann müssten wir uns ja nach Norden bewegt haben, genau, und das tun wir auch. Ich nehme mal alle Pilze mit hier, man weiß ja nicht, wozu das ist. Der Effekt muss man wahrscheinlich essen, hier ist irgendwie, steht Petersilie rum. Da steht unbekannte Pflanze. Mal gucken, wie wir das noch rauskriegen.
Ja, und wenn man das natürlich, man kann das im Koop spielen. Wenn man das natürlich im Schwierigkeitsgrad hart spielt, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass das hier wirklich kein Zuckerschlecken ist dann. Also das ist wirklich was auch für Hartgesottene. Das Spiel, da kann man mal wirklich richtig zeigen, ob man Survivalist ist. So. Gucken wir mal. Da geht's nach Norden. Halt. Okay, zu viel Holz, auch nicht gut. Ich glaube, er wirft das auch weg. Ja, ja, seht ihr? Also er wirft das weg. Wenn die Tasche voll ist, dann schmeißt das ab. Erkundung. Es gibt Orte in der Nähe, die du am besten findest, indem du ein Fernglas, deine Umgebung erkundest. Kannst du also machen. Fernglas benutzen heißt V drücken. So, wenn das Blicksfeld sich drauf fixiert, dann wissen wir, wo der Ort ist. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Also regelmäßig mal das Fernglas benutzen. Ah, hier. Hier fixiert er drauf. Aha, in die Richtung müssen wir. Ich kann das also nicht bewegen, das Fernglas. Jetzt konnte ich es gerade wieder bewegen. Heißt also, wenn da ein Ort in der Nähe ist, dann bleibt das Fernglas dort stehen und zeigt die Richtung an. War eine interessante Geschichte. Auf jeden Fall ein cooles Feature. Pilze nehmen wir alles mit. Weiß noch nicht, wie es mit dem Essen ist. Ach ja, die Taste T. Die ist halt sehr interessant. Das zeigt uns die Uhrzeit an. Linke Maustaste haben wir einmal die Temperatur, Außentemperatur in der Sonne und einmal, wenn es anfängt zu stürmen, also Wind, ne, ihr wisst ja, wenn es kalt ist und einem der Wind ins Gesicht bläst, dann ist es gefühlte Temperatur dann wahrscheinlich oder die Windtemperatur. Und wir haben dann natürlich unsere Übersicht. Hunger, Durst und Temperatur und wie ihr seht, Unterkühlung. Ich stehe kurz vor der Unterkühlung. Ich sollte also schnellstmöglich irgendwie gucken, dass ich in den Ort komme, aber ich muss irgendwo ein Lager aufschlagen. Am besten wir machen das am Ort und stelle dann, dass wir nicht an Unterkühlung leiden, weil wenn wir an Unterkühlung oder Leiden ein Leiden haben, dann verlieren wir natürlich unser Leben. Und das wollen wir natürlich nicht. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Axt? Können wir schon Beil herstellen? Ja, wir können ein Beil herstellen. So, Beil ist auf, das ziehen wir mal auf die 3. So, perfekt. Damit können wir eigentlich auch Holz hacken. Mal gucken, ob denn hier irgendwo irgendwelche Sachen dran sind. Da sind auch mal Pilze dran. Man muss immer genau hinschauen bei den Bäumen. So, wir waren ja hier in die Richtung, war ja. Wir müssen in die Richtung. Ja, da ist eine Brücke. Das ist auf jeden Fall auch ein Fragezeichen, das haben wir erkundet. Hier sehen wir keine... Wir müssen halt gucken... Ah, hier, seht ihr, hier ist ein Seil. Seile sind ganz wichtig, die braucht man für Zelt und Unterstände. Bäume fällen kann man natürlich auch hier, ne? So, haben wir einen Baumstamm hier. Und den können wir ablegen, den Baumstamm, und dann können wir den sagen... Rechte Maustaste und wir wollen ihn ernten. Und dann liegt hier, wie ihr seht, eine Planke rum. Da können wir nicht nehmen, weil wir gerade voll sind. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben erstmal genug Feuerholz. Wir müssen nur gucken, dass wir... Ah, hier, seht ihr, hier ist ein Seil. Wie sieht denn die Unterkühlung aus? Ah, ist nicht mehr... Oh, hier ist ein Nest übrigens. Ah, da ist ein Seil. Muss man immer genau hinschauen. So, mal kurz gucken. Da ist es. Da ist das Dorf, oder was das sein soll. Diese Ortschaft. Unterkühlungsrisiko. Wir haben uns eine Krankheit eingefangen. Ja, war klar gewesen. Sieht man das unter Q? Ach, jetzt wird auch noch, jetzt kommt noch ein Schneesturm. Ja, wir müssen hier... Ich weiß nicht, ich traue mich jetzt hier nicht durchs Wasser zu gehen, sonst werde ich ja auch noch nass. Okay, ich friere. Ich muss also schnellstmöglich ins Dorf. Oh, weia. Diese Geräusche sind gut. Aber man sieht sich die Energieleiste, die wird immer weniger, weil man wird auch müde mit der Zeit.
Und wenn man müde wird, ist das so eine Sache. Dann kann man nicht mehr viel machen. Das heißt, wir müssen gucken. So, wir sind im Dorf angekommen. Gucken wir mal rein. Was ist denn das? Kleidung! Sich warm zu halten ist ein entscheidender Aspekt des Überlebens unter arktischen Bedingungen. Obwohl du schon mit Kleidung beginnst, kannst du neue Kleidung finden und ausrüsten, die möglicherweise bessere Werte als die aktuelle bietet. Denk dran! Du kannst Kleidung selbst tragen, aber nicht im Rucksack. Wenn du ein neues Kleidungsstück ausstattest, wird dein aktuelles Kleidungsstück damit ausgetauscht. Das heißt, hier ist ja unsere ganze Kleidung. Was uns fehlt, ist eine Sonnenbrille. So wie es aussieht, eine Gesichtsmaske. Was das hier unten ist, weiß ich nicht. Ansonsten haben wir hier Lederstiefel. Mal gucken. Fliegerjacke, Hosen. Also die sind auf jeden Fall von der Qualität her schlechter oder von der Haltbarkeit. Okay, machen wir mal Tür zu. Okay, Temperatur sinkt hier, glaube ich, auch nicht. Wie sieht es denn aus? Haben wir genug Platz? Ja, ja, ich friere. Okay, ich muss ein Lagerfeuer machen. So. Hat er da hier das Holz reingepackt? Ah, Brennholz hat er reingepackt. Ah, seht ihr? Man kann das Brennholz auch hier reinlegen. Okay, wir haben hier ein Buch. Oh, was haben wir hier? Limetten, Antibiotika. Und ich würde sagen, wir machen erstmal dann, was ist das hier? Eine Baumwollmütze, die ist schlechter. Ah, haben sie hübsch gemacht, muss ich sagen. Oh, das heißt nichts Gutes. Wenn das piepst, bedeutet das, dass das unser Leben abnimmt. Hier drinnen ist, glaube ich, nicht gut. So wie ich das mitbekommen habe, wenn man sich zu lange im Haus aufhält, bekommt man eine Krankheit, die nennt sich Kabinenfieberrisiko. Übrigens, hier sind Nester. So, ich glaube, ich baue mal ein Lagerfeuer. Irgendwo hier hinten, wo ist ja. Ich glaube, hier ist ganz gut, oder? Ja, ich stelle mal hier das Lagerfeuer hin. Crafting. Okay, einfaches Feuer entfachen. Ja. Dafür brauchen wir. Wir müssen dafür, weil wir ja nichts haben, also keine Streichhölzer oder sowas, brauchen wir auf jeden Fall was zum Anzünden. Und dafür kann man hier. Ja, ja, ich weiß, ich muss mich beeilen. Diesen Handbohrer bauen. Da habe ich auch, muss ich sagen, in den Videos. Ich wäre da auch nicht drauf gekommen, aber ich habe da in den Videos das gesehen. Und ja, Unterkühlung. Und das ist natürlich ziemlich coole Geschichte. Man muss hier dann einen Zünder reinpacken. Und da habe ich mir natürlich auch an den Kopf geschlagen, dann, als ich das dann gesehen habe in den Videos. Da wäre ich nie drauf gekommen halt. Ne? Also, coole Idee mit dem Handbohrer. Verbraucht er sich denn überhaupt? Nee, er verbraucht sich nicht. Okay, Brennholzhammer, was ist das hier? Papierabfälle, könnte man als Zunder benutzen. Vier Nester. Ah, jetzt wird es schon kritisch, wie ihr seht. Ich weiß nicht, was man mit Nesten macht. Ich zerstöre das mal. Wir haben ja erstmal vier Nester. Oh. Und das packen wir mal hier. Ja, das will er nicht. Aha. Ah, Moment. Ja, genau, weil er drei verbraucht. Oder umgekehrt. So, jetzt ist perfekt. Wie sieht's aus? Medikamente haben wir auch. Hier haben wir genug zu essen. Aha. Kochstelle. Legen wir mal hier so ein Ding rein und wurzeln wir uns was hier. Unterkühlung. Ja, es wird irgendwie. Mal sehen, wie es denn aussieht. Aha, also am Feuer sind wir bei 40,9 Grad. Energieleiste. Okay. Wurzeln ist noch nicht fertig. Müssen wir mal hier alles ordnen. Wollen wir mal sehen, was wir hier alles haben. Eier haben wir hier genug. Also hier auch so ein bisschen Management ist natürlich auch wichtig. Warum friere ich denn hier bitte? Steigt das Unterkühlungsrisiko? Also laut Anzeige sagt er mir, ich habe jetzt 40,9 Grad hier. Eigentlich dürfte ich ja gar nicht mehr frieren.
Ja, es nimmt ab. Also ich friere immer noch. Mal gucken, wie lange noch. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich, weil Sturm ist. Wenn ich zu dicht ans Feuer gehe, kriege ich eine Verbrennung. Und hier sieht er ja auch, Temperatur ist eigentlich voll. Mal sehen, was passiert. Wenn ich noch ein bisschen am Feuer bleibe. Ja, das Leben nimmt weiterhin ab. Ja, mal gucken, vielleicht wenn ich was Warmes gegessen habe. Verbrauchen. Trinken wir mal was. Die unbekannten Pilze, keine Ahnung, wozu die gut sind. Weiß auch keiner. Ah, hier, Brombeersaft. Gegen Unterkühlung wäre ganz gut, ne? Ja, es ist halt Sturm. So. Ja, sieht so aus. Also jetzt ist die Unterkühlung weg. Wir sind voll. Essen, trinken. Sehr gut. Also ersten Tag haben wir ja schon gut überlegt. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall irgendwas. Wir müssen ja auch schlafen. Ja, Seile, Stoffe habe ich nicht. Das heißt, wir können nur erstmal ein Stockbett craften. Legen wir uns hier so hin. Oh, herrlich. Das wird doch ein gemütliches Fleckchen. Ja, da war es das auch schon. Ne, jetzt haben wir hier eine Planke drin. Planke, nee, die brauchen wir noch. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Treibstoff, ich denke mal, Brennholz wird quasi der Treibstoff sein und Papier oder Rinde wird wahrscheinlich der Zunder sein. Meine Vermutung. Gut, was wir jetzt brauchen. Ach, warte mal, wir können ja drinnen was zerkloppen. Möbel können wir ja da zerkloppen. Können wir ja machen. Wir haben ja einen Beil. Oh, das gab eine Planke. Wozu sind denn Planken gut? Mal sehen, vielleicht kann man die Planken ja irgendwie anders verwenden. Nee, kann man nur zerstören. Nee, also wir brauchen wirklich. Und wenn wir jetzt den Baum. Nee, den Baumstamm hier. Ich weiß nicht, der bietet ja ein bisschen Schutz hier. Wir gehen mal da hinten hin. Packen mal da Holz. Schleppen wir mal rüber. Mann, Mann, es ist ja richtig weihnachtlich hier, muss man ja sagen, ne? So, und da machen wir mal Ernte. Da gibt es auf jeden Fall Brennholz. Oh, wir sind überladen. Ah ne, wir brauchen das andere Zeugs. Jetzt habe ich natürlich hier das Falsche. Ja, Brennholz. 4 Brennholz, das ist also okay, gut. Mal sehen. Ich will das mal hier rein einfach mal nur testen. Ah, okay, ja. Ja, genau. Es ist Treibstoff. Also Brennholz ist der Treibstoff. Und die Rinde, beziehungsweise das Papier ist dann halt der Zunder. Gut, wir sind überladen übrigens. Mal gucken, wo wir hier was loswerden. Der Sturm hat aufgehört. Och, was für schönes Wetterchen. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo hier noch dieses Holz finden. Also aus Holz gibt es nur Brennholz. Ah, weil wir jetzt überlastet sind, können wir nicht mehr sprinten. Das ist natürlich ein Problem. Gehen wir mal da hinten hin. Vielleicht liegt da noch irgendwie was. Also auf dem Weg hierhin gab es
einfach genug. Hier sind noch Nester. Aber ich glaube, Nester brauchen wir gerade nicht. Ich weiß nicht, wozu die gut sind. Einfach 4 Nester. Was ich brauche, sind Seile. Ein rohes Ei nehmen wir natürlich mit. Was sagt die Temperatur? War alles gut. Aufgewärmt sind wir. Ich würde ja jetzt da im Haus alles plündern gehen, aber ich mache erstmal meinen Schlafplatz fertig. Obwohl, brauchen wir gar nicht, fällt mir gerade ein. Man könnte ja mal gucken, ob es da drin ein Bett gibt. Dann sollte man ja da drinnen auch schlafen können. Ich habe das jedenfalls gesehen, dass das geht. Dann können wir eigentlich das hier wieder ernten. Mal sehen. Wozu die Planken sind, weiß auch noch keiner. Mal gucken. Ja, Planken sind vielleicht auch noch wichtig. Müssen wir mal schauen. Also hier gibt es da nichts. Stock, Seil, Stein. Da gibt es irgendwelche Schlingfallen. Wozu gut? Wissen wir noch nicht. Stoffe. Seile, Holzstämme für eine kleine Unterkunft. Da brauchen wir dann Holzstämme. Seilplanken. Aha, für den Unterstand brauchen wir Planken. Okay, also Planken sind wichtig für den Unterstand. Da brauchen wir dann Seile, Stöcker, Holzstämme und Planken. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Holzstämme kann ich hauen. Stöcker muss ich sammeln. Seile brauche ich 15 Stück. Meine Herrschaften. Das ist teuer. Hier liegt übrigens eine Planke. Aber gut, sagen wir es mal so. Die Planken brauchen wir aber eigentlich nicht mit rumschleppen. Aus dem Grunde, weil man die ja aus den Baumstämmen bekommt. Und Bäume stehen ja überall rum hier. Das heißt, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir nehmen 6 Planken nehmen wir mit, wenn wir den Unterstand bauen wollen. So, Licht, Fackel. Ja, Fackel habe ich auch nicht. Die muss ich mir auch noch herstellen. So, was haben wir hier? Limettensoda. Packen wir mal hier rein. Okay, ja, seht ihr? Was sind das? Kaffeepulver? Okay. Machen wir mal Tür zu. Ah, okay. Möbel bergen tun wir jetzt auch nicht. Reis. Da müssen wir mal kurz gucken. Ja, hier dieses Ei. Können wir das schon mal verzehren? Verbrauchen, ja. Eine Lebensmittelvergiftung. Na, herzlichen Glückwunsch. Und Fieber. Da brauche ich doch Antibiotika. Verbraucht Antibiotika. Mal sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Was haben wir hier? Streichhölzer. Aha. Perfekt. Das ist gut. Streichhölzer haben wir schon mal gefunden. Ich weiß zwar nicht, was Streichhölzer im Erste-Hilfe-Kasten da suchen, aber egal. Ah, ein Bett. Schlafen. Seht ihr, hier ist ein Bett. Hier könnte ich dann also schlafen. So, was haben wir hier? Dose mit Sardinen. Haben wir auch nochmal. Das heißt, wir packen das mal hier. Na, Moment. Das müsste hier so reinpacken, passen. Ja, das müsste hier passen. So, passt doch. Mal sehen, was passiert, wenn wir... Habe ich immer noch die Lebensmittelvergiftung und Fieber, ja. Mal gucken, was mal passiert. Wenn wir denn mal hier die schönen, sagen wir mal, die unbekannten Pilze essen. Ein Chaga-Pilz verbrauchen. Was gibt's dafür? Passiert gar nichts. Habe ich denn da auf jeden Fall irgendwie... Vielleicht weiß man es ja dann. Nee, da steht unbekannt. Wie auch immer ich rauskriege, was das für Pflanzen sind.
Was ist das? Kaffeepulver. Kaffeepulver mal 2, gut. Ja, da habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Was natürlich nicht gut ist. Fieber habe ich auch noch. Gehen wir mal nach oben. Was sagt denn eigentlich die Temperatur? Oh, es geht. Essen und Trinken ist auch gut. Ach, hier steht auch ein Bett. Also hier kann man dann auch übernachten. Orangenlimonade. Packen wir mal das Kaffeepulver hier hin. Ja, seht ihr, da wird es schon ziemlich voll. Ich denke mal, Kaffeepulver braucht man, um Kaffee zu machen. So, gut, dann packen wir mal den dahin. Brombeersaft. Ja, das ist das Problem. Durst habe ich ja jetzt nicht. Wenn ich das rausschmeiße, da liegt das Kaffeepulver. Und dann den Brombeersaft hier rein. Kaffeepulver und dann müsste es ja passen. So. Messer erforderlich. Haben wir doch. Gibt Stoff. Na bitte. Stoff haben wir aus dem Teppich. Perfekt. Brauchen wir natürlich. Das zerstören wir mal. Und Stoff kommt hier unten hin. So. Ah, da seht ihr schon. Management ist hier wirklich Kondensmilch. Oh, seht ihr? Und die kann ich nicht mehr nehmen. Apfelwein auch nicht mehr. Habe ich jetzt alles. Das könnte noch gehen. Okay. Mal sehen, ob hier noch irgendwas ist. Toilette. Grad hier drin. Heißt also, hier drin ist es wärmer. Definitiv. Hier ist noch ein Buch. Immerhin, Papierabfälle sind auf jeden Fall schon mal 3 Lagerfeuer, die wir dann stellen können. Essen, trinken. Wir müssten mal eine Runde trinken. Ah, schön Brombeersaft. Okay, Hunger hat er auch ein bisschen. Dann nehmen wir doch mal einen Apfelwein mit. Schade, dass man hier nicht alles mitnehmen kann. Aber es ist leider so, ne? Irgendwann ist der Rucksack voll. Ich meine, wir haben jetzt Pilze. Unbekannte Pflanze. Unbekannte Effekte. Ja, man weiß halt nicht, was es ist. Oh, jetzt habe ich Kabinenfieberrisiko. Wie ihr seht, wenn ich mich zu lange im Haus aufhalte, dann ist das Problem eines Kabinenfieberrisikos. Was das genau ist? Keine Ahnung, ich vermute mal, man soll nicht so lange im Haus verweilen. Sonst wäre es ja zu einfach, das Spiel. Man soll sich halt bewegen und entdecken. So, mein Feuer brennt noch? Es brennt noch, okay. Was ist das? Eine Planke. Eine Planke brauchen wir jetzt nicht. Da haben wir, glaube ich, genug. Wir sind schon überladen mit 48,5. Na, so wird das definitiv nichts. Gehen wir mal da vorne hin. Hier hängt auch überall Nester und Eier. Wie viele Eier können wir denn noch einpacken? Weil die Eier sind immer gut. Sollte man nicht unterschätzen. Nein, wir haben genug Eier. So, aber wir können ja eine Fackel herstellen. Das machen wir natürlich auch. Die ist wichtig in der Nacht, wie man sieht. Kann man eine Fackel damit auch Tiere fernhalten? Wo war die denn? Da ist sie. Crafting. Ah, und jetzt seht ihr. Ah, ich habe die Fackel gebaut und habe jetzt eine Blaupause Bogen und Pfeil bekommen. Das heißt, man muss wirklich alles bauen, um dann später hier, ne, zu bauen. Stock. Kann man auch noch craften hier am Bogen.
Haben wir einen Bogen. Neue Blaupause verfügbar ist natürlich hier der Pfeil. Fehlende Gegenstände, Federn fehlen bestimmt. Gucken wir mal. Ach Gott, Pfeile. Haben wir einen Pfeil? Gucken wir mal, der Bogen ist auf der 4. Fackel ist... Machen wir es so. Na bitte. Da sieht man wenigstens was. Was ist denn das hier? Orangenlimonade. Gut, dann schlürfen wir mal die weg und nehmen die mit. Und was ist das? Kaffeepulver. Da machen wir mal zerstören. Hier haben wir unsere Pfeile. Kaffeepulver. Gut, perfekt. Ja, ich werde irgendwie das... denke mal, Lebensmittel und Fieber wird sich schon automatisch irgendwann von alleine geben. Aber man hätte das nicht essen dürfen. Ah, da sind auch mal zwei Kisten. Was haben wir denn da? Orangenlimonade, ja. Dann machen wir eins. Trinken wir nochmal was. Recycelte Dose. Die machen wir kaputt. Oh. Haben keinen Platz mehr. Altmetall. Stoff mal 4. Okay. Was ist denn das? Dose mit Sardinen. Kann man die gleich essen? Ja. Verbrauchen. Essen wir gleich eine Dose mit Sardinen. Gut, also... Oh. Feuer ist ausgegangen. Und ich sehe gerade... Das Feuer hat übrigens meine Streichhölzer verbraucht. Ja, nee, das ist nicht gut. Ich meine, gut, wir haben einen Handbohrer, also alles gut. Also können wir die Streichhölzer für die Fackel benutzen. Ja, hier ist nichts mehr. Das Nest brauchen wir auch nicht. Ah gut, ich würde sagen, wir gehen mal langsam schlafen. Das liegt hier noch rum. Ah, das ist nix. Was steht hier denn noch? Orangenlimonade. Aber man muss genau hinschauen, auch bei den ganzen Sachen, die dann rumliegen. Hier, wie ihr seht. Naja, können wir nicht nehmen. Regenbogen. Was soll das? Ein Regenbogen sein? Regenhosen, nicht Regenbogen. Oh Gott. Oh mein Gott. So. Und gut, dann legen wir uns mal hin und schlafen eine Runde. Und dann sieht man, Hunger und Durst baut ab. Kälte scheint stabil zu sein, also Kälte nimmt nicht ab. Das ist schon mal ganz gut. Es gibt wieder Sturm. Ah, okay, meine Werte. Wie wurde gespeichert? Okay, wir legen uns noch hin. Uhr 11. Ah, 7 Uhr aufstehen. Was haben wir denn? Fieber ist... Oha. Ja, da wird es jetzt aber Zeit. Kabinenfieberrisiko. Unser Fieber ist hochgegangen. Das ist schlecht. Da müssen wir mal gucken. Ja. Neuer Tag, frisch ans Werk. Mal gucken, was mein Lagerfeuer macht. Holzkohle. Aha, was machen wir denn mit Holzkohle? Weiß keiner. Wo ist die hin, die Holzkohle? Ja, gut. Holzkohle nicht da. Ach doch, hier ist sie. Schaut mal, da. Unbekannte Effekte. Oh, einfach essen. Minus 5 Vernunft. Okay. Naja, auf jeden Fall ist mein Fieber hochgegangen und ich kriege das Fieber nicht weg. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwie an Medikamente komme.
Wartet mal, das war das erste Haus. Das heißt, wir gehen mal in dieses Haus. Da waren wir ja schon. Vielleicht finden wir noch irgendwie Antibiotika. Es muss da irgendwas gegen Fieber geben. Ernte machen wir gleich kaputt. Ja, das brauchen wir alles nicht. Kaffeepulver können wir noch mitnehmen. Recycelte Dose auch nicht. Antibiotika, hier. So. Normalerweise müsste ich ja gegen Fieber Antibiotika nehmen, oder? Es gibt ein Fiebermittel. Getrocknete Früchte? Ne, nimmt er nicht. Oh, hier ist ein Kartenteil. Damit sollten wir jetzt ein weiteres Kartenteil haben, was er erweitert hat. Da müssen wir noch mal gucken. Okay, mal gucken. Hier gibt es immer schöne Sachen. Getrocknete Früchte, ja, die können wir ja eh nicht jetzt mitnehmen. Ah, hier sind Schuhe. Lederstiefel brauchen wir jetzt auch nicht. Recycelte Dose. Ah, das Fieber, es wird mehr. Wir brauchen irgendwas, wir müssen irgendwas finden, womit unser Fieber weggeht. Ich meine, ich könnte ja alles essen jetzt. Antibiotika habe ich ja vorhin schon genommen. Das hat ja nicht funktioniert. Also wir können ja mal hier einen Pilz essen. Unbekannter Pilz, 600. Lebensmittelvergiftung eingefangen. Ach, Mann. Okay, vielleicht geht das Fieber auch runter, wenn die Lebensmittelvergiftung dann weg ist. So, wo waren wir denn? In dem Haus sind wir jetzt auch gewesen. Oh, da hinten steht eine Kirche. Gehen wir mal zur Kirche. Ja, Lebensmittelvergiftung scheint aber jetzt nicht so doll zu sein. Das Fieber macht mir eher Sorgen. Hier steht übrigens die Tür auf. Ach, wie schön ist das denn? Ein Weihnachtsbaum. Hier sind Kisten. Übrigens hier ein Buch. Können wir wieder Zunder machen. Blaubeersaft. Ah, wie ihr seht hier. Ah, jetzt wird es leider zu viel des Guten. Also wir wissen, wo wir dann noch was finden. Ein schöner Weihnachtsbaum, der hier steht. Ehrlich. Hier geht's raus. Die Hose ist auch nicht viel besser. Forschungsbücher sind über der Insel verstreut, hauptsächlich an von Menschenhand geschaffenen Orten. Wenn du ein Buch vollständig recherchierst, erhältst du eine Belohnung. Behalte immer deine Werte im Auge. Ach, das ist Tipp, bevor du versuchst, ein Buch zu recherchieren, da dieser Vorgang Zeit in Anspruch nimmt. Du kannst die Rechercheprozess jederzeit unterbrechen und zum anderen Zeitpunkt fortsetzen. Okay, das heißt, ich muss dieses Buch unbedingt haben. Ich kann es ja nicht liegen lassen. Was ist, wenn ich das nehme? Ah, okay, das macht automatisch. Oha! Deswegen meinen die auch die Werte im Auge behalten. Essen, trinken. Da müssen wir jetzt durch. Wird knappe Geschichte. So, wir haben es auf jeden Fall. Heißt, wir können erstmal hier Sardinen essen. Ein bisschen Reis, ein bisschen trinken, das auch. Gucken mal, ob es reicht. Ah, noch nicht ganz. Ein Apfelwein, weiß ich nicht, was der Apfelwein macht. Ja, Essen und Trinken sieht gut aus, Temperatur ist noch ein bisschen... Da haben wir noch Sardinen. Hier haben wir noch was zu trinken. Haben ja ordentlich gerade gegessen. Dann packen wir die Sardinen wieder hier hin.
Manchmal will das nicht so mit dem Inventar. Hier sind Antibiotika. Ernte. Ah, man kann also direkt... Ach, hier gibt es ein Holzmesser. Inventar voll. Holzmesser haben wir doch. Oder haben wir... Nee, wir haben... Ja, wir haben ein Holzmesser. Beile brauchen wir jetzt auch nicht. Also man kann auch direkt dann, ne, hier... Ein Schal, der ist auch nicht viel besser. Moment mal, haben wir denn eigentlich einen Schal? Wollmütze samt Schal, ja. Aber es gibt... Moment mal. Hier zum Beispiel zeigt er mir nicht an, dass der besser ist. Okay, ne, ist beides gleich, Samtschal. Okay, so. Ich glaube, Saft, trinken. Ernte haben wir auch. Kann man das eigentlich in die Kisten packen? Ja, es geht. Guck einen an, es geht. Dann können wir das ja hier mal ein bisschen ordnen. Das Papier hier reinpacken. So. Essen, trinken sieht gut aus. Hier haben wir noch Blaubeersaft und hier haben wir noch getrocknete Früchte. Gut, ja. Ach, da oben, schaut mal, da oben steht auch noch was rum. Das heißt, wir müssen doch hier nochmal lang. Ah, Brombeersaft, den kriegen wir natürlich nicht. Hier sind auch noch zwei Kisten. Streichhölzer, bitte. Perfekt, das ist schon mal gut. Und ich sehe hier, ich muss schon wieder fast schlafen. Und das Fieber steigt und steigt und steigt. Und die Lebensmittelvergiftung wird auch immer größer. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit der Lebensmittelvergiftung. Es gibt aber auch nichts... Was man hier sagt. Giftig. Okay. Giftig. Chaga-Pilz nicht angegeben. Ah, roter Kiefernpilz. Fiebersenkendes Verhalten. Aha. Schaut euch das an. Doch, also man muss es halt, da steht der Effekt, der stand vorhin noch nicht da. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Man muss es einfach mal essen. Giftig. Okay. Roter Kiefernpilz. Haben wir davon ein paar? Gucken wir mal. Verdorben. Ach Gott, ist alles verdorben. Verbrauchen? Nee. Verdorbene Pilze esse ich nicht mehr. Okay, das ist alles verdorben. Können wir alles rausschmeißen. Weiß nicht, ob man das noch braucht, aber ich glaube, wir müssen uns auf den Weg machen. Unbekannte getrocknete Pflanze. Verdorben. Überall, wo verdorben steht. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch so einen Pilz. Ach, jetzt habe ich den auch noch gegessen, den verdorbenen Pilz. Vielleicht kann man das irgendwie mit Shift machen. Nee. Das ist aber auch ein Haufen Pilze, was ich hier gesammelt habe. Tja. Und das hier unten auch. Ach nee, warte mal, die sind getrocknet. Getrocknet. Ist ja nicht schlimm. Getrocknet kann man ja trotzdem essen. Oh, da haben wir jetzt noch ein bisschen Platz. Dann holen wir uns das da oben noch. Ja, und unsere Reise beginnt ja erst noch, ne? Und wir sind ja schon fast tot. Oder sterben hier noch am Fieber. Ah, Hauptsache Brombeersaft. Getrocknete Früchte. Warte mal, Blaubeersaft ist bestimmt auch gut gegen Fieber. Habe ich mir sagen lassen. So. Und das kommt hier noch rein. Reis.
glaube, ich habe jetzt alle Kisten. So, das heißt, was wir jetzt noch brauchen... wäre dieser Kiefernpilz. Und den hatte ich ja eigentlich auf dem Weg hierhin gesehen. Sonst werden wir hier am Fieber sterben. Das ist jetzt noch, was wir hier noch machen werden. Schnell noch ein bisschen... ja, Lebensmittelvergiftung. Aber ich sehe, die Lebensmittelvergiftung geht zurück. Nur das Fieber wird uns... Kabinenfieberrisiko wird wahrscheinlich auch zurückgehen, sobald wir dann hier ein paar Pilze gefunden haben. Ah, jetzt ist es auch noch schön neblig. Ja, dann können wir auch noch ein paar Stöckchen sammeln. Ja, können wir auch noch. Ja, hier geht eine Straße hin. Das ist, glaube ich, Kiefernsaft. Da, das sind doch solche Pilze hier. Die sehen doch danach aus. Roter Kiefernpilz. Davon nehmen wir mal gleich ein paar mehr und hauen uns mal das Zeug rein hier. Wusste ich doch, dass ich da irgendwas gesehen habe hier. Wo war denn das? Medikamente? Nee. Da sind sie. Verbrauchen. So, Krankheit, Fieber geheilt. Aha, seht ihr? So, Fieber geheilt. Fehlt nur noch die Lebensmittelvergiftung. Gut. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles mitnimmt. Ja, was die unbekannte Pflanze hier macht, keine Ahnung. Verbrauchen, getrocknet. Mal sehen, was die für einen Effekt hat. Und die ja auch verbrauchen. Scheinbar gibt es da irgendwie... hier ist übrigens noch ein roter Pilz. So, giftig, giftig. Also die roten Pilze sind giftig. Schwarze auch. Kalorienquelle. Unbekannter Pilz und... ja, Chaga-Pilz, was der macht, weiß keiner. Unbekannte Pflanze, die ist giftig. Die soll man nicht essen. Unbekannt. Antivirale Eigenschaften hat die. Aha. Na mein. Wenn man krank wird. Was ist denn das für eine Pflanze? Ich glaube, die soll man nicht essen. Gut, Freunde. 5. Und hier backen wir noch den Stock. Dann waren nämlich 6. Fertig. Oh, da ist ein Elch. Ui. Der Elch findet das gar nicht gut. Und ich habe nur einen Pfeil. Der mag das überhaupt nicht. Haben wir noch irgendwas anderes? Ne, haben wir nicht. Aber Moment. Der kommt gerade. Der mag... ja, der hat einen Pfeil zu stecken. Da wäre ich auch sauer. So, mal schnell einen Wurfspeer herstellen. Vielleicht können wir den ja uns mitnehmen hier. So, ein Steinspeer. So. Komm schon. Ach Gott, was war das denn? Ich brauche den Speer. Schnell. Boah, Glück gehabt. Ah, dass er mich nicht getroffen hat, ist ein Wunder. Na bitte. Den haben wir, den Elch. Uiuiuiui, mein Pfeil. Ich will den Speer, will den Pfeil haben. Ein Beil erforderlich. Metzgerei, ja. Und was haben wir hier? Ein Elchfell. Elchfleisch, mal gucken. Ja gut, dann essen wir mal hier kurz das. Ja, uns wird kalt, dann trinken wir das mal.
Altmetall können wir nicht aufheben. Boah. Ah, da sind wir voll. Boah, ja, das ist schwierig. Knochen haben wir hier. Was können wir denn rausschmeißen? Ich weiß nicht, die Nester können wir doch zerstören hier. Aber ich glaube, das Fell wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Mal gucken. Wenn wir das hier ein bisschen beiseite schieben, machen wir mal das hier auch weg. Genug Zünder haben wir ja, oder Zunder haben wir ja. Reicht trotzdem nicht. Hm. Schwierig. Ich weiß jetzt halt nicht, wenn ich jetzt mal alles rausschmeiße, mal gucken. Die Knochen. Okay, 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 gut. Das heißt, auch hier, wenn wir die Seile zusammenpacken. Ja, uns wird kalt, ich weiß. Wenn wir jetzt die Knochen, wir brauchen irgendwie noch ein bisschen. Ah, das ist schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich will die Knochen natürlich auch haben. Das können wir nicht wegschmeißen. Weiß nicht, wozu der Kiefernsaft gut ist. Vielleicht später mal für irgendwas. Können wir die Knochen mitnehmen? Die Knochen können wir mitnehmen, gut. Perfekt. Also Management ist der Key. So, perfekt. Da haben wir doch alles drin jetzt. Wenn wir das rausschmeißen und das auch. Ja, da fehlt jetzt nur noch unser Papier. Ah, das liegt hier. So, und damit haben wir alles jetzt. Wir sind vollgepackt. Unterkühlungsrisiko, Lebensmittelvergiftung. Ja. Ja, wir frieren. Gut. Wir müssen nach Norden. Und was uns noch fehlt, sehe ich gerade. Hier sind Pilze. Ah, das sind die roten. Die sind ja giftig. Aber weiß ich, wozu die gut sind. Ah, wir müssen hier rüber. Wir müssen auf jeden Fall ein Lagerfeuer machen. Hier sind Stöckchen. Die brauchen wir. Ohne Stöckchen können wir nichts machen. Hier sind übrigens noch tote Vögel. Ist auch noch. Hier sind noch andere Sachen, wie hier so diese Tannenzapfen, keine Ahnung, wozu die gut sind. Hier antivirale Wirkung. Hier sind noch Pilze. Dann machen wir erstmal ein schönes Feuerchen. So. Ah, sind auch noch so ein paar Stöckchen, die hier rumliegen. Bin hier in die falsche Richtung. Wir müssen ja da lang. Und das möglichst schnell jetzt. Da sieht man auch nichts besser. Ja, mir wird kalt. Unterkühlung. Also ich leide schon an Unterkühlung. Das nimmt langsam ab, das Leben. Okay, das heißt, ja, zurück ins Dörfle. Da ist noch ein Reh. Mann, in der ganzen Suppe hier sieht man ja nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier irgendwo schnell ein Lagerfeuer. Jetzt habe ich das Dorf verpasst.
Unglaublich. Also wie man sieht, man kann sich hier relativ schnell verlaufen. Aber egal, wir machen jetzt hier Schluss. Ich baue jetzt hier mein Lagerfeuerchen. Crafting. Hier irgendwo hin, wo es dann ein bisschen geschützter ist. So, und dann kommt der Zunder rein. Und hier einmal das Handding. Und dann sollte man wieder auf der sicheren Seite sein. Feuerchen ist gestellt. Kann man sich hinsetzen. So. Ja, Freunde. Das war's mit Northern Lights. Ne? Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch mal einen Daumen nach oben unter dem Video im Kommentarbereich, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, im nächsten Gameplay oder in der nächsten Guide. Ich wünsche euch was. Viel Spaß, wir sehen uns. Tschüss.